Ja, moin. So, von unserem Weihnachtsgeld haben wir uns dieses Jahr so eine Kantop-Fußraumisolierung geleistet und ja, die versuchen wir jetzt einzubauen und wir nehmen euch einfach mal mit und ja, auf eine Gebrauchsanweisung, sag ich mal. Wie ihr seht, habt ihr hier einmal die Fußraumisolierung. Die ist oben noch die geklebt und nochmal geschraubt. Einmal die Verlängerung für die Lüftung für die Fahrerseite. Und einmal für die Beifahrerseite, aber das steht auch drauf. Wobei ich habe mir sagen lassen, die Beifahrerseite, das ist schon ein ganz schönes Hexenwerk, da dran zu kommen. Aber ansonsten soll alles machbar sein. Noch ein paar Schrauben und die Gebrauchsanweisung. Und ja, wir versuchen das jetzt einfach mal. So, als erstes werden wir jetzt mal hier die Fußmatte raushochstellen. Jetzt hier auf der Fahrerseite. Und ich möchte euch einfach mal den Lüftungsauslass zeigen, den ihr verlängern müsst. Auf der Fahrer- und auf der Beifahrerseite. Nur auf der Beifahrerseite ist es unheimlich kompliziert ranzukommen. Und hier sieht man das viel besser und hier ist auch wenigstens ein bisschen was Platz. So, Beifahrerseite ist drin. Ihr seht den Schlauch da rauskommen. Nachdem ich beide Verlängerungen von den Lüftungen dran habe, habe ich mir jetzt mal die Isolierung vom Fußraum reingelegt, um zu sehen, in welchem Bereich ich dieses Klebeband am Armaturenbrett anbringen muss. Und es wird dann eingeklebt und dann geht's weiter. So, Fahrerseite gerüstet. Teil 1. Jetzt müsst ihr halt nur noch hier die Schiene losmachen, damit ihr hier die Kante schön sauber drunter verstecken könnt. Das war's dann für die Fahrerseite. Kommen noch jeweils links und rechts drei Schrauben in den Klettverschluss, Teppich rein, fertig. Sieht er dann fertig aus. Und ich finde, jetzt hat nur die Fahrerseite nicht schlecht geworden. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen helfen. Bis die Tage. Ciao, ciao.